Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Wahrscheinlich habt ihr gerade ein Stückchen von dem gesehen, was zuletzt passierte, als ich hier wieder zurückgegangen bin und nur speichern wollte. Da hatte ich mich aber schon verabschiedet und dann habe ich noch schnell den letzten Rest aufgenommen. Ich bin nämlich ganz schnell rüber ins Badezimmer gegangen oder so, in der Hoffnung, dass man den Text dann weiterhört, wenn man wieder rauskommt. Aber nein, er sprach einfach weiter und das war das letzte Stück, denn das Radio ging wieder von alleine an. Und da hat dann jemand gesagt, dass eine Leiche gefunden wurde halt und halt, wie ihr gerade noch gehört habt, dass da eine Nummer eingeritzt wurde und mehr wurde nicht gesagt. Das war die 16121, die wir auf der Arm Cynthia gefunden haben, die ja völlig brutal ermordet wurde. Wir wissen ja bis jetzt immer noch nicht, was da eigentlich genau passiert ist und ich frage mich auch immer noch, wurde die da einfach aufgeschlitzt von irgendjemandem, weil ja so viel Blut da war, aber es tut einfach leid. Und wenn man sich jetzt hier umdreht, findet man gruseligerweise hier irgendeinen roten Zettel, der da durchgeschoben wurde durch die Tür. Und den nehmen wir jetzt mal. Da steckt ein Fetzen rotes Papier. Obgleich der Kult an sich fort ist, bin ich mir sicher, dass sein Gesicht noch lebt. Es geschehen zu viele seltsame Dinge in dieser Stadt. Ich untersuche zwei Personen, oder vielleicht sollte ich sagen eine. Ich bin nah daran herauszufinden, was vor sich geht. 8. April. Sie legen rotes Tagebuch 8. April in ihr Notizheft. Vielleicht finden wir ja noch weitere. Und wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal durch die Tür. Wer kommt da? Da macht schon wieder jemand den Flur sauber. Das sind immer so merkwürdige Flurgeräusche. Klingt immer so gar nicht nach jemandem, der sauber macht. Also bei mir machen die auch im Hausflur immer sauber, aber das klingt dann anders. Kommt der auch nochmal zurück und ganz nah an uns vorbei? Und guckt der hier vielleicht mal durch? Ist er jetzt weg? Kommt der nochmal wieder? Hilfe, wir sind hier drinne. Hallo. Bitte holen Sie uns hier raus. Keiner hört uns. Ich weiß nicht, was passieren würde, würde Henry mal so richtig gegen die Tür hämmern und Hallo, Hilfe rufen. Aber ich glaube, man hört ihn ja dann nicht. Er kann also nichts machen. Er streckt sich immer, okay, dann lassen wir das mal. Dann würde ich sagen, als nächstes werden wir wohl wieder durchgehen müssen. Ist denn Eileen von nebenan jetzt wieder da in ihrer Wohnung? Oh ja, sie ist da. Sie sitzt auf ihrem Bett und denkt nach. Ist hier langweilig? Nein, sie guckt raus nach irgendwas. Und Robbie sitzt da auch immer noch. Wer hat bitte eigentlich so ein Zimmer? So völlig hässlichen Tapeten und alles so braun, alles so Und dann aber ein so ein Riesenhase da sitzen, so als wäre sie auf einem Jahrmarkt gewesen, hätte den gewonnen. Vielleicht war sie das ja auch. Aber ist doch schon ein ziemlich kahles Zimmer. Irgendwie. Da würde ich mich auch langweilen. Sie guckt nach irgendwas, aber sie kommt auch irgendwie nicht wieder. Scheinbar. Was ist, wenn wir da nochmal jetzt durchgucken? Aha, dann liegt sie jetzt auf dem Bett, als hätte sie sich ganz schnell innerhalb der einen Sekunde hingelegt hätte. Können wir jetzt hier ihre tollen Turnschuhe beobachten. Und wenn wir jetzt nochmal durchgucken? Dann liegt sie anders auf dem Bett. Okay, ist ja eigentlich interessant, weil man ja nie weiß, was nächstes ist, wenn man durchguckt. Okay, dann liegt sie immer noch so auf dem Bett. Ja, können wir wohl auch nicht mehr hier viel machen. Ja, gibt's noch irgendwas zu kontrollieren? Ja, gibt es. Wir wollen nämlich wissen, ob da draußen jetzt jemand eigentlich mal guckt. Nein, du sollst durch das Fenster durchschauen. Durchschauen. Ich glaube, da müssen wir immer näher dran gehen. So. Nein. Aha. Oh, ja.
Jetzt sehen wir auch die Straße. Da sind ein Krankenwagen und ein Polizeiauto beim. Ist das Cynthia? Genau, weil die haben wir zuletzt nämlich ja gehört im Radio. Also, dass da halt die Durchsage gemacht wurde. Also ist natürlich hier jetzt Krankenwagen und so da. Bedeutet ja aber ergo auch, dass das Ganze halt kein Traum ist. Dass es wirklich passiert, dass er wirklich in diesem Apartment gefangen ist und dass wirklich eine Leiche gefunden wurde mit der eingeritzten Nummer und da jetzt Krankenwagen und Polizei und so da sind. Ist auch nichts abgesperrt. Gut, die Leute gehen zwar nicht in die U-Bahn rein, aber warum ist es dann da unten so leer? Warum war da ein riesiger Wurm? So. Das ist alles schon wieder so Silent Hill-mäßig vermischt, Reales und Unreales, sodass man selber als Zuschauer und als Spieler überlegen muss und filtern muss, was könnte jetzt wirklich passiert sein und was ist vielleicht irgendwie so typisch Silent Hill. Dass derjenige halt das, was er erlebt, nur alleine da erlebt und alle anderen gehen durch und merken gar nichts und für die ist alles noch normal. Die U-Bahn scheint es jedenfalls wirklich zu geben und wir können hier anscheinend auch nicht mehr machen. Aber schön, dass wir jetzt hier auch hingucken können. Weil das ging ja vorher nicht. Ja. Ja, genau das wollte ich nämlich sonst immer. Ich wollte nämlich hier gar nicht zum Gebäude rüber gucken. Aber jetzt sehen wir das ja, was da hinten los ist. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück in unsere Schauerwelt. Weil hier hat sich nicht viel verändert, nehme ich mal an. Genau, ist alles, hier ist alles quasi noch im grünen Bereich. Obwohl es natürlich schon unheimlich ist. Wir können ja nochmal das Radio anmachen, das ist ja von alleine angegangen. And next we'll be taking a look at the weather. Tonight we can expect scattered clouds clearing by morning. Tomorrow looks to be quite a nice day with a warm and sunny weather continuing through the evening and the weekend we can expect more of the same. So I hope you all get out there and enjoy your weekend. Noch was? Nein. Okay. Ich glaube, damit haben wir alles. Die Uhr, die haben wir noch nicht angeguckt gehabt. Die Uhr ist um 10.06 Uhr stehen geblieben. Mhm. 10.06 Uhr. Vielleicht ist das ja auch nochmal wichtig irgendwann. Dann dieses rote Geschmiere da, das ist weiter geblieben. Dann gehen wir tatsächlich jetzt wieder durch das Loch. Obwohl ich keine Ahnung habe, was wir jetzt da drinnen tun sollen. Das Loch wird größer. Möchten Sie in das Loch steigen? Ja, wollen wir. Jetzt wird es natürlich langsam auch heikel hier unten in der U-Bahn-Welt. Vielleicht hätte ich nochmal speichern sollen. Oh. Anscheinend sind wir gar nicht mehr in der U-Bahn. Anscheinend ist Henry ganz woanders rausgekommen jetzt. Ja, super. Wir sind auch noch jetzt hier alleine im Wald. Mit Henry, super. So, dann, wir haben immer noch unseren Golfschläger. Ich muss mich... Nein, genau, das mache ich nämlich immer falsch. Das ist nämlich meine Aktionstaste und das darf ich nicht vergessen. Aha, wir können hier auch zwischen die Bäume. Dann sollte ich das gleich beachten. Hier geht's zurück. Aha. Okay, gut. Sehr schön. Schön, dass wir hier allein im Wald sind. Findest du hier irgendwas? Da ist nämlich irgendwas, ne? Genau. Nein, du sollst es angucken. Da nochmal, mach das jetzt doch mal. Hier steht auch etwas Seltsames. Ja, seltsam. Was steht denn da Seltsames? Ich kann es nicht entziffern. Aha. Und er guckt da auch wohin? Seit wann guckt er wohin? Er guckt hier hin. Oh nein, hier kommt... Nein! Oh Gott, ich will nicht. Ich will nicht. Da ist ein Loch. Da können wir zurück. Aber ich traue mich mal nicht dahin zu gehen, sondern hier reinzugehen, wo auch immer wir hier sind. Scheiße. Und das Schlimme bei dem Spiel ist halt, dass man nie... Oh nö. Dass man nie die Kameraperspektive ändern kann. Komm mal her.
mal drauf. Nein. Oh, jetzt machst du platt. Mach die Viecher tot. Ich weiß zwar nicht, was das überhaupt darstellen soll. Sind das Fledermäuse? Was sind denn das für Viecher? Ah, oh, die muss auch noch mal. No, das gibt's doch nicht. Ja, willst du nicht mal loslegen? Nein! Hier mit dem Stahlrohr, das geht auch nicht kaputt. Willst du mich veräppeln? Ist jetzt endlich mal Ruhe im Karton hier? Die klingen wie riesige Mücken sind, aber irgendwas sind das. Heb das mal auf hier. Ja, wir wollen die Pistolen-Muni. Immer. Wo ist die letzte nervige Brumse? Ist mir egal, ich gehe jetzt hier durch. Können wir auch einfach mal ignorieren. Schnell. Und jetzt die. Ich bin Fledermaus-Mücken-Killer. Nervig. Aber es sind mir wesentlich lieber als die Geister. Diese Flüssigkeit, sie stinkt dermaßen, dass mir schwindelig wird. Okay. Och, Manno. Die kriegen mich auch immer, ne? Aber ich krieg euch auch. Aber so langsam geht tatsächlich die Energie flöten, wenn die hier so weitermachen. Da geht's bestimmt durch oder so. Oder da. Hier gibt's zwei Türen. Ist das eine Tür? Nee, das ist gar keine Tür. Hä, was ist hier dann? Irgendwas muss doch hier sein. Achso, ich dachte, man kann hier jetzt durch. Doof gelaufen. Was ist dann hier? Wozu bin ich hier in die Ecke gegangen? Ach, weil man hier raus kann. Okay, alles klar. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Kann man auch nichts machen? Na gut, dann gehen wir mal hier raus. Ein Auto. Der Motor läuft noch und die Tür auf der Fahrerseite ist offen. Gehen wir mal zu der offenen Fahrertürseite. Es hat mit durchgetretenem Bremspedal angehalten. Alles mögliche Zeug ist auf dem Sitz verstreut. Zwischen dem ganzen Mist liegt ein Fetzen Papier, auf dem etwas steht. Es ist eine Weile her, dass ich nach Silent Hill gekommen bin. Vielleicht treffe ich diesmal den Teufel. Aber immer, wenn ich an einen coolen Ort wie Silent Hill komme, werde ich immer sehr durstig. Jasper Kane. Er wird durstig? Da ist auch ein Notizblock drin. Aha. Bin mir nicht sicher, was der neugierige Typ meinte, als er sagte, sein Zuhause ist das Waisenheim in der Mitte. Der See ist im Nordwesten, also ist gegenüber Südosten. Der neugierige Typ sagte noch etwas anderes, das ich nicht verstanden habe. Wenn du den ausgegrabenen Schlüssel bringst, kannst du nicht zurück. Deponiere ihn irgendwo, bevor du dorthin zurückkehrst. Also sollen wir einen eingedingsten Jaspers Notizblock in den Notizheft, alles klar. Also sollen wir... Ja, toll. Den Schlüssel finden? Schlüssel finden? Schlüssel finden? Schlüssel finden? Wäre das eine Idee? Und wo bin ich jetzt? Was ist das hier? Was steht da? Ich kann es nicht entziffern. Warum kannst du das nicht entziffern? Warum? Ist doch voll... Sieht aus, als ob das so gut geschrieben wäre. Da steht was Seltsames und nie kann das entziffern. Hm. Ja, dann. Toll. Bin ich hier jetzt hergekommen? Ja, bin ich. Okay. Ja, super. Was mache ich denn jetzt mal? Kann das alles hier nicht entziffern, der... Mann! Oh. Wer bist du denn? Hey. So, you came to investigate this...
stone too. There was another guy here before, a real nosy guy. But I was the one who found the stone first. In the old days, the natives called it Nakihona. They used it in a ceremony for talking with their dead ancestors. And now those guys are using it too. Call it the Mother Stone. They're just up ahead in that weird building, operating some kind of crazy religious cult. They used to collect orphans and did things to them. Kind of gives you the chills, huh? This stone. Okay. Hast du auch einen Namen? Hast du den genannt? Ich weiß nicht, ob er einfach nur stottert, weil er ein Mensch ist, der stottert, oder ob er stottert, weil er Angst hat und ihm das hier alles so gruselt. Da ist ein Energy Drink. Woo! Ein Nährstoffdrink. Oder eben so. Ja, okay, du hast also Schiss vor diesem Stein hier. Der Felsen ist irgendwie unheimlich. Ja. Und wir reden hier schon wieder von irgendeinem Kult oder so. Könnte das der Silent Hill-Kult sein, der hier schon wieder Scheiße macht? Und da ist ein Tor, da geht's durch. Ist denn... Was ist hier? Was? Felsen ist irgendwie unheimlich. Also der ist... Ist das ein anderer jetzt? Ja. Okay. Und du sitzt jetzt hier weiter, oder was? Alles klar. Gut, dann bin ich hier nicht... Ja. Erschreckt mich nicht so. Aber hier sind auch überall Kerzen und so. Ja, okay. Was ist hier? Oh, hier kommt irgendwas. Ah, nee. Ich glaube, ich brauche mal eine andere Wumme. Wen zuerst? Okay. Geil. Hundi tot? Brunnen. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Okay, wir brauchen hier also irgendwie eine Lampe oder so. Was ist das denn hier? Was ist das hier Unheimliches? Was sind das für komische Dinger, die da in diesen Käfigen sind? Das sieht voll gruselig aus. Wie? Und über mir ist auch was. Oh, nicht, dass die runterkommen und dass so Fallen sind. Wo muss ich denn dann lang? Naja, hier kann ich jetzt eh nichts machen anscheinend. Gut, wir können bestimmt auch einfach durchlaufen und die Hunde ignorieren, aber toll ist es auch nicht. Oh, nee. Ich sehe gar nichts, so. Nein! Nein! Ja, dann kommt her. Geht doch. Kitzel. Baba, ich bin Henry und ich mache euch alle platt. Im dunklen Wald allein. So,
Sand Hill Smile Support Society Wish House. Das ist das Waisenhaus, das von diesem Kult geführt wurde. Falls ihr euch noch erinnert und falls ihr aufgepasst habt, dann erinnert ihr euch, dass das Wish House schon mal erwähnt wurde. Ich glaube auch jetzt in Silent Hill 3 war das. Das ist das Waisenhaus, das von diesem Kult geführt wurde. Kannst du da nicht durch, doch? Noch mehr Hunde oder nicht? Okay. Muss eine Art Kinderspielzeug sein. Wo sind wir denn jetzt hier? Hilfe nochmal. Was ist da? Und da ist auch noch links eine Tür gewesen. Ich weiß. Was haben wir hier? Sieht wie Graffiti von einem Kind aus. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Ist es eine Schule? Muss eine Art Kinderspielzeug sein. Und da ist auch wieder ein Loch, was uns zurückbringt. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann speichere ich nämlich einmal vor. Aber vorher lesen wir das hier nochmal. Und da ich mit euch zusammen zurückgehe, nicht, dass wieder irgendwas kommt, hier steht auch etwas Seltsames. Ja, was denn? Dann lese es doch mal. Nein, du sollst es lesen. Warum kann er das nie lesen? Warum? Warum bist du so doof und kannst die Sachen nicht lesen? Oder will sie uns nur nicht sagen? Warum sagst du sie uns nicht? Ich stehe doch direkt davor. Ja gut, dann nicht. Nee, ich gehe jetzt hier nicht durch, weil... Silent Hill, Smile, Support... Das ist das Waisenhaus, das von diesem Kult geführt wurde. Aber der Handy, der weiß ja auch von nichts. Was ist hier? Sagt er jetzt auch wieder nur was Seltsames? Kann ich nicht lesen? Bin zu doof? Ja, was kann es nicht entziffern? Alles klar. Dann werden wir jetzt hier mal durch unser Loch zurückgehen. Nicht, dass jetzt hier wieder was kommt. Ja. Und ihr das nicht mitkriegt. Das wäre ja doof. Weil jedes Mal, wenn wir hin und zurückgehen, kann auch immer mal was passieren. Zurück in Apartment 302. Als erstes schauen wir mal hier raus. Und dafür müssen wir hier um die Ecke gehen. Ja, ich muss wieder ein bisschen weiter runter. Hab's kapiert. Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Ein bisschen weiter nach oben. Jetzt. Haha, okay. Nix los. Immer noch tote Hose gegenüber. Alles klar. Habe ich ja jetzt schnell abgecheckt. Dann gehen wir hier raus. Was? Warte, es klingelt. Das ist nicht das Telefon, das ist eine Klingel. Jemand klingelt an der Tür. Scheiße. Wer steht denn da? Oh, Eileen. Help me. Help. Let me out of here. Oh, scheiße, sie hört uns nicht. There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help. Hey, Richard. Can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah, good idea. Yo. Oh, damn it. They can't hear me. Holt den Hausmeister und holt uns hier raus. Wäre immer noch besser. Aber ich denke, sie werden es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber gut zu wissen. Eileen und weiß ich nicht, wer er eigentlich jetzt war. Wahrscheinlich, ach so, ein Mitbewohner von nebenan. Wahrscheinlich hier von gegenüber. Und dann hören die uns nicht. Das ist alles voll deprimierend. Wir sind hier gefangen. Eileen, bist du nebenan schon wieder? Wäre ja auch komisch. Aber wäre auch komisch, wenn Robbie sich jetzt bewegen würde. Ich nehme mal an, wahrscheinlich eher nicht. So. Das. Rauschen. Gucken. Hier müsste der ja daneben anwohnen, der Typ. Weil sie hat ja gefragt gegenüber. Und das ist wahrscheinlich der Mann, der unten, oder wahrscheinlich eher oben, gegenüber von uns wohnt. Und natürlich ist es leer, weil er war ja gerade erst hier. Okay, dann kann ich ja jetzt hier speichern. Und war ja klar, dass hier wieder was passiert, wenn ich zurück ins Apartment komme. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann gehen wir wieder zurück in den gruseligen Wald und sind da beim Waisenhaus. Und wir haben zwei Türen, die wir ausprobieren können als nächstes. Bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Bis dann.